Ich verwende dafür ganz gerne die Metapher einer Orchesterprobe. Und zwar besagt die Metapher folgendes. In der traditionellen Vorlesung ist es so, da ist man als Professor vorne und gibt praktisch ein Konzert als Solist. Ja, man steht vorne und musiziert und die Studierenden, die im Raum sitzen, sind die Zuschauer, die dem Konzert beiwohnen. So, darunter sind bestimmt das ein oder andere gute Konzert. Was aber die Studierenden nicht lernen in der Situation, ist zu musizieren. Bei einer Orchesterprobe dreht sich das Ganze um. Da sind die Studierenden diejenigen, die musizieren, das Orchester. Und der Professor vorne, die Professorin, ist nicht der Musiker, sondern der Dirigent. Das heißt, als Dirigent bereite ich die Noten vor, verteile die Noten, kümmere mich um die Struktur der Situation, gebe den Takt vor, gebe der einen oder anderen Gruppe Feedback. Hier die Cellisten haben ein bisschen falsch gespielt und hier, ihr müsst so und so spielen und so weiter. Und die Studierenden, die musizieren zusammen. Das heißt, sie lernen dabei zu musizieren, also das, worauf es eigentlich ankommt, der Kompetenzerwerb. Und was wäre das aber für eine Orchesterprobe, wenn sich die Studierenden nicht auf die Orchesterprobe vorbereitet hätten? Das heißt, wenn sie nicht ihren Part geprobt hätten zu Hause. Wenn alle unvorbereitet kommen würden, dann wäre das eine katastrophale Orchesterprobe. So, und für mich ist es so, ich bin auch jemand, der gerne vorne steht und musiziert. Also ich bin auch gerne Solist auf der Bühne. Ich bringe aber den Studierenden noch lieber Musizieren bei. Und da finde ich, ist das Inverted Classroom-Konzept eben ein Konzept oder Flipped Classroom-Konzept, das sehr gut geeignet ist.